Wegen krankem Vater. Oliver Pocher weint auf der Bühne. Eigentlich ist Oliver Pocher dafür bekannt, bei seinen Live-Shows gute Stimmung zu verbreiten. Doch nun schlug der Comedian ernste Töne an. Oliver Pocher sorgt mit seinem Privatleben seit Monaten für Schlagzeilen. Nach der Trennung von Amira Pocher zog das Ex-Paar öffentlich übereinander her. Auch dass die Moderatorin mit TV-Star Christian Düren anbandeln soll, ließ der Komiker nicht unkommentiert. Dabei wird ihm mit Cora Schumacher aktuell selbst eine Affäre nachgesagt. Um genau dieses Beziehungschaos soll es eigentlich auch bei Oliver Pochers Liebeskasper-Tour gehen. Doch am Samstag, dem 20. Januar, sprach er bei seinem Auftritt in Hannover auch über seinen Vater und wurde dabei von seinen Gefühlen übermannt. Oliver Pocher ruft Vater während seines Auftritts an. Ursprünglich war geplant, dass sich Oliver Pochers Vater Gerhard in der Swiss Life Hall unter die 4.000 Zuschauer mischt, doch aufgrund einer Erkrankung blieb sein Platz an diesem Abend leer. Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn mein Vater hätte heute dabei sein können. Aber so ist es nun mal, zeigte sich Pocher laut Bild enttäuscht. Auch wenn er nicht live vor Ort sein konnte, wollte Pocher seinen Vater an der Show teilhaben lassen. Kurz nach 22 Uhr rief er ihn per FaceTime an. Auf drei Leinwänden bekam das Publikum den 74-Jährigen zu sehen. In dem Gespräch bedauerte der Comedian erneut, dass sein Vater nicht anwesend sein konnte. Du weißt ja selbst, ist ein schweres Jahr, aber wir hoffen, dass du wieder fit wirst und du mich sehen kannst, wenn ich das nächste Mal nach Hannover komme. Versprochen? Mach's gut. Ich liebe dich, so der Comedian. Man weiß nie, wie lange man noch hat. Bei Oliver Pochers Fans kam der intime Moment gut an. Nach dem Videoanruf brach laut Bild tosender Applaus aus. Der 45-Jährige war von der Situation sichtlich ergriffen, er brach mitten auf der Bühne in Tränen aus. Im August 2023 machte Oliver Pocher öffentlich, dass sein Vater einen Schlaganfall hatte. Daher mussten alle gemeinsamen TV-Auftritte abgesagt werden. Zuvor hatten die beiden zusammen für die RTL-Sendung Pocher und Papa auf Reisen vor der Kamera gestanden. Wenn ich eines durch die gemeinsamen Dreharbeiten mit meinem Vater gelernt habe, dann, dass man die Zeit zusammen genießen muss. Man weiß nie, wie lange man noch hat, erklärte Pocher nach seinem Auftritt im Bild-Interview. Emotionale Worte. Auf der Bühne wurde Pocher am Samstag deshalb auch ernst. Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn mein Vater hätte heute dabei sein können, aber so ist es nun mal. 22 Uhr rief der Comedian seinen Papa dann auf der Bühne per FaceTime zu Hause an. Für mich wäre es toll gewesen, wenn du heute hier gewesen wärst. Während Vater Gerhard nur einsilbig antwortet, wird Olli emotional. Es ist ein schweres Jahr, aber wir hoffen, dass du wieder fit wirst und du mich sehen kannst, wenn ich das nächste Mal nach Hannover komme. Versprochen? Mach's gut. Ich liebe dich.